gab es offensichtlich auch ein Mindset-Problem, dass man eben sagt, okay, ich will ja eben Ja. perfekt starten, also perfekt das Ganze machen, statt das einfach mal zu machen. Ja, willkommen hier wieder zurück auf dem Kanal. Heute geht es um ein Mindset-Thema und zwar eines der wichtigsten Mindsets tatsächlich, was wir so im Handwerksbereich festgestellt haben. Und das ist das Thema, ja, lieber anfangen als alles perfekt planen. Es geht einfach darum, und da bringen wir auch gleich drei Beispiele, drei konkrete, dass es verbreitet ist, dass Menschen davor Angst haben, Fehler zu machen. Und wenn ich davor Angst habe, Fehler zu machen, versuche ich möglichst viele Fehler vorwegzunehmen. Stelle dann aber fest, dass das so vielschichtig ist, dass es gar nicht möglich ist. Es vergehen Wochen, es vergehen Monate, ich hätte schon lange starten können. Ja. Und wenn ich dann starte und denke, ich starte perfekt, mache ich trotzdem noch Fehler, weil ich viele Dinge gar nicht gesehen habe. Ja. Und viele Leute hindern es einfach, dieser Gedanke, ich möchte keine Fehler machen, ich möchte perfekt starten, daran überhaupt Ja. anzufangen. Und das Das kostet sehr viel Progress, also Fortschritt. Paradoxe ist ja, dass Handwerker ja normalerweise die Mentalität haben, einfach mal machen, ja, Exakt. und das auch in ihrem Beruf und in dem, was sie für ihre Ja. Kunden machen, auch leben, aber in dem, was das Geschäft angeht, Ja. das nicht leben. Erleben wir zumindest sehr oft, dass es Ja, nicht so ist. also es gibt da natürlich Immer immer Ausnahmen. Ausnahmen, ja, aber wir arbeiten ja mit weit über 500 Partnerbetrieben zusammen und das ist uns eben aufgefallen, dass das Themen sind, ne? Also sozusagen einfach mentale Blockaden, Ja. oder die mentale Blockade, dass man eben perfekt starten will mit etwas, als einfach mal zu machen, ne? Exakt. Und ja, wir haben auch Beispiele aus der Praxis, wo du dich dann vielleicht auch wiedererkennst bei manchen Themen, wo du dann auch verstehst, ja, okay, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu perfekt am Planen, als einfach mal zu starten. Ja. Ja, wir können ja mal mit dem ersten Beispiel anfangen. Ja, also immer ein ganz einfaches Beispiel für den Bereich der Mitarbeitergewinnung. Wir erleben es ja sehr oft, dass Partner zu uns kommen, sich strategisch beraten lassen. Wir machen gemeinsam den Plan, wie man an die Mitarbeiter, ich sag mal, innerhalb kurzer Zeit rankommen kann. Und dann sagen die, ja, das ist super cool, da haben wir richtig Lust drauf. Wir müssen uns aber nochmal genau Gedanken machen, was der Mitarbeiter eigentlich mitbringt. Genau die Situation hatte ich gestern, witzigerweise. Da ging es um einen ITler. Haben gesagt, ja, wir müssen uns erstmal nochmal Gedanken machen, wir müssen es zusammenschreiben. Wir machen das auf jeden Fall, wir wollen das auf jeden Fall starten. Wir müssen uns aber nochmal Gedanken machen. Wir haben schon mit dem drei, vier Mitarbeiter gefunden, der wusste, das funktioniert, es war alles kein Thema. Es war wirklich, wir müssen es nochmal zusammenschreiben. Ich habe auch gesagt, du, jetzt mal ganz ehrlich, der ITler, hast du mir gerade gesagt, der wird als Allrounder eingesetzt, hat wieder eh viele Sachen machen. Ja, stimmt. Okay, das heißt, wir schreiben einfach rein, du bist ITler, du hast Lust, auch neue Sachen kennenzulernen, weil der muss ja eh auch neue Sachen lernen. Ja, stimmt, muss er auch. Meint er, ja, wir müssen auch das und das und das beachten. Ich sehe, ja, genau die Punkte schreiben wir rein, die du mir jetzt gesagt hast. Aber du hast da das Profil im Kopf, wo ist das Problem? Und sein Ding war einfach, er wollte es irgendwie nochmal niederschreiben oder so, was aber komplett überflüssig ist an der Stelle. Er sagt Ja. uns einfach, was er möchte, wir setzen es um und er hat das fertige Ergebnis. Und wenn dann noch irgendwas nicht stimmt, können wir es immer nochmal anpassen. Ja. Aber jetzt wären, wenn ich ihm nicht das gesagt hätte, wären nochmal 3, 4 Wochen ins Land gezogen, Ja. bis er irgendwann die Zeit gefunden hätte, das niederzuschreiben. Und wir wissen alle, solche Sachen mögen wir alle nicht. Es dauert, es bringt nicht direkt Umsatz und ist eine entsprechende Sache, die man dann gerne vor sich herschiebt. Und jetzt geht's wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich so, dass nächste Woche die ersten Bewerber reinkommen werden, weil wir jetzt gestern direkt den Startzeitpunkt festgelegt haben. Ja. Übernächste Woche, statt nächste Woche erst. Ja. Dann von daher, das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Sich sehr Ja. viele Gedanken machen um eine Sache, die eigentlich sich sowieso in der tatsächlichen Gestaltung dann sowieso ergibt und gemacht werden muss. Ein ganz, ganz typisches Beispiel. Ja. Ja, ich hatte auch noch ein Beispiel und zwar, da ging es um ein kleines Marketingvideo, was gedreht werden sollte. Ne, da hatten wir auch ein Partner oder haben einen Partner, da ging es darum, dass eben ein Marketingvideo gedreht werden sollte. Also das drehen wir nicht oder das wird nicht bei allen Partnern gedreht, weil das ist einfach nicht notwendig überall, ne? Ja. Aber in diesem speziellen Fall war eben der Plan, eben auch noch ein Video zu drehen on top. Und da wurde dann auch immer, gab es offensichtlich auch ein Mindset-Problem, dass man eben sagt, okay, ich will ja eben perfekt Ja. starten, also perfekt das Ganze machen, statt das einfach mal zu machen. Und dann war es einmal der Standort, dann war es einmal die Firmenkleidung, die nicht alle hatten, dann war es einmal was Ja. anderes. So und so gibt es halt immer, und das Video ist jetzt bis heute tatsächlich immer noch nicht im Ja. Kasten, was einfach daran, ja, daran merkt man dann einfach, ja, am Ende merkt halt der Endkunde, der merkt ja diese ganzen Der merkt es Gedanken gar nicht. nicht. Ja. Der merkt, also es ist am Ende macht er eine 95% Lösung mit dem, was er jetzt hat. Und die letzten 5%, die Genau. verhindern jetzt gerade, dass Man in er die seit Umsetzung. Monaten nicht startet. Genau, dass man eben in die Umsetzung kommt, ne? Exakt. Und diese 5%, die machen am Ende nicht den Erfolg der Kampagne oder den Ja. Erfolg des Videos aus, sondern den Erfolg des Videos macht aus, dass du es machst. Dass du eins hast, weil das haben Ja. die meisten nicht, genau wegen der Gedanken. Genau. Und da ist mir auch gerade ein gutes Beispiel, wo du es gesagt hast, eingefallen. Wenn ich in einer strategischen Beratung mit einem Partner bin und es geht um Kundengewinnung, dann haben wir immer den Ansatz zu sagen, okay, wenn wir mit ihm arbeiten, muss es sich für den Partner rechnen. Es muss sich per se schon rechnen können. Und dann sagen wir, okay, du solltest in der Lage sein, zum Beispiel jetzt dir nach Branche natürlich einen Umsatz von 30.000 Euro mehr im Monat zu bewältigen. Ansonsten macht es keinen Sinn. So, jetzt sagt mir der Partner, ja, 30 überhaupt kein Problem, wir können auch 50 machen, wir kriegen die nächste Woche noch ein paar neue Leute, dann gehen sogar 100. Ich würde bis dahin noch warten, bis wir das Ganze starten, wo ich sage, es macht überhaupt keinen Sinn.
ab 30 rechnet sich schon bei dir. 50 rechnen sich auch. Du kannst jetzt 3, 4 Monate, bis die da sind, 50.000 mitnehmen, machst trotzdem deine paar tausend Gewinn jeden Monat mehr, ne, als jetzt diese paar tausend Euro liegen zu lassen, ja, und dann in ein paar Monaten erst anzufangen. Das Ganze kannst du jetzt auch einspielen. Das sind viele Vorteile. Du wirst in 4 Monaten auf einem ganz anderen Level sein. Du wirst in 4 Monaten die 100 noch gar nicht stemmen können, wenn du dann erst anfängst. Sondern die Leute müssen eingelernt werden. Das dauert also nochmal länger. Ja. Und am Ende reden wir dann wahrscheinlich von 100.000 Euro Gewinn, die er weniger macht, weil er das Ding erst später startet. Ja. Und das ist auch so ein ganz typisches Ding. Man will das Perfekte raus und das Beste raus, und obwohl man sich mal klar werden muss, dass auch 80% schon viel weiter sind als das, was ich gerade habe. Ja. Und dann sollte man die 80% erstmal machen. Wie erkennt man das denn am besten, dass man da ja gerade dieses Mindset-Problem hat? Im Grunde muss man sich überlegen, okay, was sind Dinge, wo ich eigentlich weiß, dass ich es machen müsste? Mhm. Und dann auch erstmal die Dinge aufschreiben. Erstmal gar nicht bewerten, einfach erstmal aufschreiben. Ne? Und dann nochmal überlegen, warum habe ich es noch nicht gemacht? Ja. Und dann kommt raus, ja, das und das passt noch nicht. Aber ist das wirklich so? Würde es mir, selbst wenn das nicht da wäre, würde mir alleine 80% vom Ergebnis schon reichen? Ja. Und wenn dann die Antwort ja ist, ja, dann sollte man es machen. Ja. Ja, wir erleben das auch ganz oft in den Calls, die wir mit unseren Partnerbetrieben führen. Wir haben ja wöchentlich Live-Calls auch mit den Partnerbetrieben. Da geht es um die Themen Vertrieb und auch so um strategische Themen, wie zum Beispiel Digitalisierung, ne, oder Mitarbeiterführung. Mitarbeiterführung ist ein Riesenthema, ja. Und in diesen Calls, also musst du dir vorstellen, wie so Zoom-Besprechungsräume, ne, kennst du ja wahrscheinlich. Und in diesen Calls, da kommen halt auch so häufig Themen so zum Tragen. Also es ist auch wichtig, dass man so eine Art Sparringspartner hat, mit dem man kann es alleine gar nicht finden. Genau, teilweise, dass man einfach mal sagt, hier, ich glaube, ich müsste das machen, habe das aber noch nicht gemacht, ich weiß aber noch nicht, woran es liegt. Ne? Ja. Und dann kann man das auch so zusammen, also das heißt jetzt nicht, dass du in diesen Calls, in diese Calls kommen musst, also ist natürlich eine gute Möglichkeit, aber dass du halt jemanden hast, ne, also in deinem Umfeld oder vielleicht einen Kollegen oder vielleicht einen Geschäftspartner oder einen Bekannten oder einen Freund, mit dem du einfach mal diese Themen ansprichst, ne? Und mit dem du auch mal sagst, hier, Mensch, ich weiß, ich müsste eigentlich die ganze Zeit das und das machen, aber hier, ich sehe das so und so. Bin ich da gerade zu perfektionistisch oder ist das wirklich so? Ne? Ja, und dann ist halt auch gut, wenn du jemanden hast, der entweder ein sehr breites Erfahrungsschatz darüber hat. Also du solltest auch nicht dich mit Leuten da austauschen, das ist auch ganz wichtig, über solche Themen, die nicht mindestens an der Stelle sind, wo du sein willst, oder Leute zumindest beraten, die an der Stelle sind, wo du sein möchtest. Ja. Ne? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, du gehst jetzt mit genau der Frage, gehst du jetzt, keine Ahnung, zu ein ganz typisches Thema zum Ehepartner. Der Ehepartner ist bei einem selber angestellt, der ist im Büro, der hat sicherlich nur die besten Absichten, aber der Ehepartner hat faktisch gesehen ja auch dieses Mitarbeiterthema noch nicht gelöst. Das hätte ihr Mitarbeiter. Ja. Das heißt, der kann dich da gar nicht beraten, faktisch gesehen. Seine Meinung ist, ich will sie sagen, wertlos an der Stelle, aber sie bringt dich nicht weiter. Nicht so valide einfach. Ne? Ja, sie ist einfach nicht valide. Man kann sogar tendenziell sagen, dass die Meinung von der Person, die du fragst, die nicht an der Stelle ist, eher gegenteilig zu bewerten ist. Weil wenn er das so machen würde, dann wäre er schon da. Ja, und da er es gerade macht und nicht an dem Punkt ist, würde ich eher sagen, es ist kontraproduktiv. Genau, also die Person muss im Idealfall schon das Thema gelöst haben. Oder Leute kennen, Leute betreuen, wie auch immer, die es gelöst haben. Ja, ja. Dann weißt du auch, das ist wirklich eine valide Aussage, damit kannst du arbeiten. Und da kann es auch mal sein, dass auch wir sagen manchmal dem Partner, nee, du hast recht, es ist noch nicht so weit, du solltest das noch nicht machen. Ja. Das ist dann auch mal komplett in Ordnung. Man muss ja nicht alles machen. Ja. Ne? Also ich finde, der erste Schritt ist erstmal das Wichtigste, dass man erstmal erkennt, also dass du so eben gesagt hast, dass man erstmal aufschreibt, okay, was gibt es da eigentlich für Themen? Meistens kommt man sozusagen von ungelösten Sachen, die man eigentlich umsetzen wollte, kommt man dann sozusagen zu Mindset-Problemen, die einen davon abhalten, den richtigen Mitarbeiter zu finden, andere Kunden zu finden, das Unternehmen besser zu strukturieren, irgendwie ein Chaos aufzulösen, dass man nicht mehr so ein Feuerwehrmann ist. Ne? Weil viele Mindset-Probleme sind ja auch einfach, weil man zum Beispiel selber denkt, man muss es machen, ne? Oder man kann es nicht abgeben. Da kommen wir dann in den nächsten Folgen noch drauf, das würde jetzt zu weit führen. Aber dieses ganze zu perfekt planen, anstatt es einfach zu machen, das kann man am besten lösen, wenn du dich jetzt dabei erkannt hast, indem man einfach mal aufschreibt, was das Ganze ist und das dann mit jemandem durchspricht. Ne? Genau. Idealerweise halt jemand, der diese Probleme schon gelöst hat. Ne? Mach dir halt immer klar, dass letzten Endes, nur mal angenommen, du fängst jetzt an und du machst halt die Fehler, die du vielleicht mit drüber nachdenken vermieden hättest, wirst du, wenn du drüber nachdenkst, trotzdem viel später an der Stelle sein, wenn du direkt gestartet hättest, dann schon bist du ein einfaches Beispiel jetzt. Ja. Wir sagen, wir fangen jetzt direkt mit einer Sache an, wo wir uns nur 80% sicher sind. In 3 Monaten haben wir die 90-95% erreicht. Wenn wir aber 6 Monate drüber nachdenken und dann erst starten, wären wir dann trotzdem nicht bei 95%, sondern vielleicht nur bei 85%. Ja. Na, und sind trotzdem nicht so weit. Weil viel ergibt sich auch erst in der Umsetzung. Eine Methode, die ich auch immer anwende, ist, dass ich mich frage, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ja. Was ist der Worst Case? Was ist denn der Worst Case? Ja, und dann spiele ich das mal durch. Naja, es könnte das passieren, es könnte das passieren, das passieren. Dann denke ich mir so, ja, so schlimm wäre es ja eigentlich gar nicht. Ist ja eigentlich alles relativ lächerlich, die Frage. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, dann lass es einfach machen. Ne? Genau. Also so machen wir das halt immer. Und verwenden eigentlich diese, was wäre der Worst-Case-Methode. Ne? Ja. Genau.
Ja, ich denke, das waren schon mal einige Ja. hilfreiche Impulse zum Thema lieber perfekt planen als einfach machen. Wenn du dich da Also das wieder. nicht machen. Ja, ich Also habe lieber nicht gerade. perfekt planen, als Naja, einfach zu also, machen. ich glaube, ich habe es gerade verdreht, aber du weißt, was ich meine. Wir haben jetzt lang genug darüber gesprochen. Genau, wenn da Impulse für dich damit dabei waren, schreib uns das gerne auch mal in die Kommentare, wenn das für dich interessant war oder dir geholfen hat. Oder Schreib schreib auch. auch gerne rein, wenn du denkst, dass du da ein Problem hast. Vielleicht Ja. haben wir da auch direkt eine Lösung für In dich. welchen Themen du Oder könntest du gerade. sogar thematisieren an den nächsten Videos. Ja, genau. Schreib auch gerne Themenwünsche rein, ja, wo du sagst, okay, das ist bei mir gerade ein Problem. Da Ja. weiß ich nicht, ob ich da ein Mindset-Problem habe oder ob das gerade wirklich so ist, ne? Da können wir auch dir gerne helfen. Okay, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn dir das gefallen hat, gib auch gerne einen Daumen hoch und lass ein Abo da. Das hilft uns natürlich immer zu sehen, auch wie gut dieses Thema angekommen ist, Ja. damit wir eben den Inhalt auch darauf optimieren können, was euch gefällt. Und ja, wir freuen uns über das Feedback und ich wünsche dir noch einen guten und erfolgreichen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.